Willkommen zurück zu Let's Play Elements Destiny Ancient Powers. Im letzten Part haben wir das Meer der Nebel durchquert und sind jetzt hier auf der Halbinsel Libor wahrscheinlich und haben hier die zwei Leute gesehen. Was sollen wir bloß tun? So ein Mist. Wir können doch nicht an einem Ort wie diesem sterben. Das kommt nun unerwartet. Ich hätte nicht gedacht, dass wir hier noch auf andere Menschen treffen werden. Hä? Na nun, wer seid ihr denn? Und von wo kommt ihr? Die sind Xai, Fair, Tapio, Tarasa, Sarosh und Marlo. Gott, es wird immer mehr. Mein Name ist Laila. Wir kommen gerade aus der südlichen Region und sind auf dem Weg nach Libor. Auf dem Weg nach Libor? Das trifft sich gut, da wollten wir auch hin. Ich bin Aras und das ist meine Frau Liz. Freut mich, euch kennenzulernen. Und wir sitzen hier schon seit gestern fest. Was ist denn passiert? Habt ihr kein Schiff mehr? Wir waren mit einem kleinen Boot unterwegs. Unser Ziel war schon nah, doch da wurden wir unvorsichtig. Seht ihr das dort unten? Die Seeschlange, ja. Das ist eine Seeschlange, sie ist sehr gefährlich. Wir haben nicht darauf geachtet und wollten durch die schmale Schlucht fahren, als es kurzerhand unser Boot nach unten riss und zerstörte. Es ist ein Wunder, dass wir überlebt hatten. Wir konnten zurück in die Höhle schwimmen, doch unser Boot war hinüber. Das war gestern. Nun sitzen wir hier fest und wissen nicht, wie wir weitermachen sollen. Unser Ziel ist dasselbe, wir könnten euch mitnehmen. Das würdet ihr tun? Eine edle Geste von euch. Wir haben zu danken. Wir können euch doch nicht einfach im Stich lassen. Aber ich hätte da noch eine Frage. Warum seid ihr auf dem Weg nach Libor? Wir sind Archäologen und Schatzsucher. Oder auch einfach nur Abenteurer. Sucht euch was aus. Nachdem wir uns erkundigt haben, haben wir herausgefunden, dass Libor eine wahre Goldgrube sein soll. Außerdem ist diese Insel wirklich ein interessanter Ort voller Mysterien. Aber daraus wird wohl nichts, wenn wir diese Schildschlange hier nicht wegbewegt kriegen. Habt ihr einen Plan? Jetzt, wo wir wieder ein Boot zur Verfügung haben, dürfte das kein Problem mehr sein. Diese Kreaturen ernähren sich von den Kadavern der hier lebenden Dunstkraken. Wenn wir es also schaffen, es mit Krakenfleisch zu füttern, macht es eventuell den Weg frei. Wir können ein paar Fangarme suchen oder was ähnliches. Und das klappt wirklich? Keine Ahnung, aber wir müssen es ausprobieren. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Wir kommen wieder, wenn wir was gefunden haben. Und warum auch immer wir jetzt hier mittendrin angegriffen werden. Naja. Dann haben wir gleich ein paar Krakenarme mehr. Denn das ist ja das, was wir brauchen. Ja, komm, das schaffen wir auch so jetzt, denke ich, oder? Na, obwohl wir haben nicht gerade die stärkste Truppe dabei. Was den physischen Angriff zumindest angeht, aber es reicht. Und Tarasa kriegt ein Level up. So, dann will ich mal einen Schritt hier zur Seite. Bald können wir weiter. Habt ihr genug Fangarme besorgt? Ich denke, die sollten reichen. Sehr gut. Ich werde sie der Bestie hinunterwerfen und hoffen, dass sie den Weg frei macht. Lilo gibt 5 Fangarme. Okay, dafür brauchen wir sie anscheinend. Ah, und sie haut tatsächlich ab. Ausgezeichnet. Wir sollten den Augenblick nutzen und schnell unser Boot aufsuchen. Okay, habe ich jetzt noch welche? Wyvern-Fragment. Totes Gebäude, Eisforce. Nee, ich habe keine mehr. Doch, da, 2 Stück habe ich sogar noch. Okay, das bedeutet aber, auf der anderen Seite ging es doch nicht weiter. Das heißt, wir können uns da doch nochmal umgucken. Vielleicht ist ja doch noch hier irgendwas. Man weiß ja nie. Hier sehe ich gerade zumindest nichts. Da ist ein Bruch in der Wand. Aha. Aha. Was haben wir denn hier? Ein Engelsfragment. Oh. Interessant, das war so ein Fragment. Wir haben gar keins auf einem Baum gefunden. Vielleicht wäre das der nächste Tipp gewesen. Interessant, dass wir das auf jeden Fall jetzt haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir ein Fragment jetzt momentan nicht gekriegt haben. Aber immerhin haben wir das hier und das ohne Tipp. Das ist immerhin etwas. Wir werden sehen, wie das denn läuft. So,
Tarasa ist auch auf 22 hoch. Ich glaube, ich werde dich für Xai nochmal auswechseln. Ich glaube, Xai macht ein bisschen mehr Schaden. Momentan. Und deswegen nehmen wir erstmal ihn mit. So, KP-mäßig passt auch noch alles. Also, machen wir uns wieder auf uns, zu unserem Boot. Wir müssen den ganzen Scheißweg jetzt wieder runterhatschen. So, wie das hättest du uns einfacher machen können, oder? Wegverlängerungsspiralen. Wobei es immerhin keine Wegverlängerungsspiralen sind, sondern einfach nur lange Leitern. Aber es ist immer auch eine hohe Klippe hier. Vor allem, wer hat bitte hier Leitern hingemacht? Waren das die beiden oder wie? Und wie haben sie die dann hingemacht? Ich meine, wenn sie gut ausgerüstet sind, so Stück für Stück, sollte gehen, aber... ist trotzdem merkwürdig. Also, sowas sollte man in Spielen sowieso eher nicht weiter beachten. Es bringt meistens nicht viel, auf solche Kleinigkeiten zu pochen und was auch immer. Da war ja was. Xai, du bleibst gleich wieder da. Sarosh, du musst wieder mit. So, Kefa, so. So, Geierschlag, angreifen. Hebelhieb. Und Hurricane-Schnitzer. Was halt noch fehlt, ist ein Heiler. Wir haben noch keinen Heiler in unserer Gruppe. Ich meine, Rika hat Heilung durch das Licht gelernt, aber ich glaube, Alex war das, der konnte auch so Heilung. Als wir ihn da das eine Mal in der Gruppe hatten. Er hat zwar nicht gekämpft, aber er hätte Heilung einsetzen können. Und warum Sarosh das nicht kann, erschließt sich mir nicht. Der kommt irgendwie so rüber, als könnte er das. Was er vor allem momentan kann, ist ganz schön auf die Fresse kriegen, weil er der Einzige ist, der wach ist. Eieiei. Das läuft gerade recht suboptimal. Aber immerhin schaffen sie es nicht, ihn einzuschläfern. Das ist aber auch schon das einzige Positive dabei. Oh Gott. Eieiei. Sarosh, du bist unsere einzige Hoffnung momentan. Weil du der Einzige bist, der wach ist. Ich muss erstmal eine von denen kalt machen können. Irgendwie. Ja, jetzt schläft er auch noch. Na klasse. Jetzt allerdings Xai wenigstens wach. Der kann es wenigstens mit einem von den Dingern aufnehmen. Und kann jetzt schon mal guten Schaden machen. Wenn er jetzt nicht Tapio angreift. Ja. Sollte Xai auch in der Lage sein, den Kerl zu erledigen. Und Sarosh bekommt ein Level-Up. Aber Sarosh nehme ich auch direkt raus, weil man hat ja gesehen, was da los ist. Und wir lassen mal Mala kämpfen, warum nicht? Stummpfeil, Schockpfeil, Vogelkiller. Hm. Der Schockpfeil ist auf jeden Fall gut, den kennen wir ja noch. Oder den kannten wir aber anders wahrscheinlich. Vielleicht funktioniert der hier ein bisschen anders. Aber wir werden sehen. Auf jeden Fall machen wir jetzt erstmal weiter hier. Es ist ein bisschen merkwürdig, dass jedes Mal, wenn ein Sprite in der Gruppe irgendwie geändert wird, dass die Gruppe wieder in ihrem Originalzustand ist. So, an dir fahren wir einfach mal so ganz geschickt vorbei. Ganz gut gefickt und eingeschädelt. Geschickt und eingefädelt. Den musste ich bringen, tut mir leid. So, jetzt wollen wir doch trotzdem mal hoch zur Seeschlange. Aber gehe ich jetzt gerade falsch? Ja, ich gehe gerade falsch. Der Eingang war ja links direkt daneben. Da, wo ich nicht hätte weitergekonnt sonst. So, und hier kommen wir wieder vorbei.
Gegen dich hätten wir nämlich so oder so gar nicht kämpfen müssen, also lasse ich das auch. Wir wären gar nicht mehr an dir vorbeigefahren, wenn ich das jetzt nicht verdattelt hätte. So. Es war nämlich gleich links neben dem Steg, war ja der Weg. Gut, dass mir das noch eingefallen ist. Oder besser gesagt, dass ich nochmal nachgedacht habe. Schwer einzufallen war das jetzt nicht wirklich. Aber okay. Vor allem, da man es ja eigentlich hätte sehen können. So, nichtsdestotrotz möchte ich hier mal kurz speichern. Ich habe nämlich so leicht das Gefühl, dass die Seeschlange nicht ganz so zufrieden sein würde. Doch, ist sie. Okay. Ich habe gedacht, die greift uns jetzt trotzdem einfach nochmal an, so als bossmäßig. Halt. Weil, warum nicht? So, da geht's überall weiter. Ein recht offenes Areal hier. Wo muss ich hin? Ich vermute mal, dass da links keine weiteren Ausgänge sind. Da ist auch nichts weiter. Ah, da kommt schon die nächste der Kraken an. Dann hauen wir euch mal weg. Schockpfeil, Ebenhieb und Hurricane Schlitzer. Ah, paralysiert. Wunderbar. Gut, Mala kann den Schockpfeil, das ist schön. So, und hier geht's weiter, wie es aussieht. Also folgen wir dem Weg. Der noch einigermaßen zu ist, aber sich immer weiter verbreitet. Kann ich hier eigentlich auch mittendrin Offenbarung einsetzen? Ja, kann ich. Ich hoffe mal, dass ich da nichts verpasse irgendwie. Weil damit was zu sehen hier ist ziemlich beschissen. Der Nebel ist so schon gut genug. Dass das ja noch die Offenbarung dazu bräuchte. Was haben wir denn hier? Ah, nochmal die Seeschlange. Okay. Die müssen wir wahrscheinlich wieder füttern. Das heißt, wieder aussteigen und dann wieder die Gruppe ändern. Wird dann wahrscheinlich irgendwo eine Höhle sein. Damit ich nach oben komme. Ja. Ich habe das System verstanden. Das System ist, schwimmen einfach mal langsam hier durch die Kante. Kill ein paar der Kraken. Das sollte ich vielleicht trotzdem nochmal machen. Kill ein paar der Kraken, damit du die Krakenarme hast. Fütter dann die Seeschlangen und dann kannst du weiter. Ja, und bisher funktioniert der Schockpfeil ziemlich gut. Zweimal geschossen, zweimal getroffen, zweimal paralysiert. Da kann ich mich momentan nicht wirklich beschweren darüber. So. Wie viele habe ich gerade? Ich habe vorhin 5 gebraucht und ich habe jetzt auch 5. Gut. Sollte dann doch hoffentlich reichen. So. Da haben wir auch wieder einen Steg zum Absetzen. Ich vermute mal nicht, dass draußen Monster kommen. Na, aber trotzdem. Ändere ich das Team nochmal schnell. Nicht, dass jetzt doch irgendein Kampf kommt. Sicher ist sicher. Und viel müssen wir auch nicht ändern. Nur Layla kurz rausnehmen, weil sie nicht so guten Schaden macht. Während Mala wenigstens paralysieren kann. So. Was haben wir denn hier? Okay, hier komme ich wahrscheinlich zu der Seeschlange. Aber in die andere Richtung muss ich dann auch mal gucken. Nicht, dass ich ja noch irgendwelche Schätze verpasse. Das wäre etwas
suboptimal. Okay. Okay, füttern wir die Beste erneut. Leider schmeißt 5 Fangarme hinunter. Gute Arbeit und wieder ein Stückchen weiter. Interessant, wie die Viecher überhaupt, oder besser, wie das Vieh überhaupt sich jedes Mal wieder neu bestechen lässt, dass es einfach abhaut. So, haben wir die Biest erstmal, das Biest erstmal wieder weg. Dann wieder paralysiert, wunderbar. Maler, du bist momentan eine große Hilfe. Auch wenn die beiden es diesmal nicht geschafft haben, das Ding zu one-hitten. Oder besser zu two-hitten. Ist in einer Runde zu erledigen. So. Kommen wieder Fangarme. Xai kriegt noch ein Level up. Okay. Das heißt, jetzt lassen wir Layla sogar nochmal ran. Kümmern wir uns kurz nochmal ein bisschen Heilung hier. Und noch ein bisschen Magie. So. Schauen wir jetzt nochmal zu der anderen Seite. Ob denn da nicht noch irgendetwas war. Und sollten vor allem auch noch ein paar der Kraken vernichten. Erstmal sind sie nicht allzu schwer zu besiegen. Und zweitens brauche ich ja auch die Fangarme. Vielleicht brauche ich davon nämlich noch welche. So, ich mache mal hier nochmal die Offenbarung. Ah, da scheint aber nichts weiter zu sein. Ah, haben wir hier noch irgendwas? Scheinbar ja nicht. Ja, komme ich da auch nicht. Die Offenbarung zeigt mir auch nichts weiter. Also wird hier nichts weiter sein. Und hier sehe ich ja auch nicht irgendwie einen Riss in der Wand oder ähnliches. Also vermute ich, dass da nichts weiter ist. Und wir machen uns auf den Weg. Und machen weiter. So, dieses Mal fliegt Xai einfach nur aus dem Team. Schauen wir mal. Ob wir das Ding nochmal füttern müssen. Ich habe aber so leicht das, die Vermutung, dass wir am Ende gegen die Schlange kämpfen müssen. Erst füttern wir sie fett und dann dürfen wir sie kalt machen, weil sie sich dann gar nicht mehr bewegt. Irgendwie sowas. Ja. Einfach mit dem Schockpfeil, Bebenhieb und dem Gaia-Schlag. So, diesmal schaffen die beiden das auch wieder. Malers Schockpfeil ist ziemlich effizient. Was mich ziemlich freut. Bekommen ein paar Fangarme. Und machen weiter. Ist ein bisschen doof, dass wir uns so langsam bewegen, aber es macht ja Sinn bei so einem Boot. Nur streckt das ein bisschen gerade. So, kommt Krake, dich erledige ich auch noch. Angriff. Natürlich der Schockpfeil und Bebenhieb und Gaia-Schlag. Dann bekommen wir auch recht gute Erfahrungen durch die. Und da geht's daneben. Da können sie zweimal angreifen. Der allerdings kriegt da zu wenig Schaden. Und dabei bleibt's auch. Ja, ihr zwei schafft das, denke ich mal, gegen den. Oder? Na, wird knapp.
Ja. Habe ich mir schon fast gedacht. So, dann kloppen wir erstmal den nieder. Sollte nicht mehr viel aushalten. Und der andere ist eh paralysiert. So, Fair kriegt ein Level Up. Was jetzt natürlich ein bisschen doof ist. Aber okay, mein Gott. So, nehmen wir Tarasa rein. Sarosh möglichst momentan erstmal einfach nicht. Weil er einfach nichts schafft. So, und hier war die Schlange. Und bevor wir dann hier weitermachen, würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Bis dann!